Sagen wir schon mal Aufnahme. So. Ja, hi. Ich muss so ein bisschen in die Stimmung kommen, ehrlich gerade. Ja, das ist heute ein Interview im Buchbeast Podcast und wir haben jetzt ein neues Kurzinterview zum Thema, wie sich die Buchbranche in den letzten Jahren verändert hat. Und ich habe hier Tamara Leonard, die Vorsitzende des Self-Publisher-Verbands, ist die richtige Bezeichnung. Und deswegen die Frage an dich, wie hat sich die Buchbranche in den letzten Jahren verändert? Ich meine, du hast ja gleich drei Perspektiven eigentlich drauf. Das stimmt. Als Autorin, Lektorin und eben als Vorsitzende des Self-Publisher-Verbands. Wobei alle Perspektiven eigentlich das Self-Publishing beinhalten. Also ich bin Self-Publisherin, ich arbeite eigentlich nur, fast nur, nein, nur mit Self-Publishern im Lektorat und dann eben auch im Verband. Und ich würde schon sagen, dass gerade dieser Bereich sich sehr verändert hat. Zum einen merkt man so Jahr um Jahr, wie so einzelne Stellen, wo wir noch nicht so richtig akzeptiert waren, dann doch sich für uns öffnen, dass auch das Self-Publishing immer, immer professioneller wird, regelmäßig auch wieder jetzt auf der Spiegel-Bestsellerliste ist. Und insofern würde ich sagen, an der Stelle hat sich natürlich sehr, sehr verändert zum Positiven. Und ja, ich würde sagen, das geht so weiter. Man merkt es auch, dass viele AutorInnen, die bis jetzt nur im Verlag waren, sagen, ach, ich probiere das jetzt doch mal aus, dass man da so ein bisschen hybrid arbeitet. Und ich würde sagen, das verschmilzt alles nach und nach, dass das wirklich zwei alternative Veröffentlichungswege sind und nicht eins irgendwie höherwertig als das andere. Noch auf der Leipziger Buchmesse war ich bei der AutorInnenrunde und da hat mir auch ein Verleger gesagt, von wegen, das E-Book-Geschäft, das wird nicht größer, das ist sehr klein, das ist nur was für vier LeserInnen und das gerade im Self-Publishing doch nicht das Große zu holen ist. Siehst du das genauso oder hat sich der Typ geirrt? Na, ich glaube schon, dass E-Book bleibt und auch weiter wächst, weil die ganzen Abo-Systeme, die es gibt, das ist natürlich... Das ist einfach der Puls der Zeit. Ne? Man besitzt keine Musik mehr, sondern man hat halt irgendwo so ein Streaming-Abo. Und mit Büchern ist es im Grunde genauso. Und ich würde sagen, Printbücher, die werden immer bleiben. Das ist aber auch viel so ein Instagram-TikTok-Phänomen, weil man da was Schönes hat, um in die Kamera zu halten. Aber gerade so zum Lesen, ne, Samstagabend, das Buch ist alle, dann wo kriegst du sonst Printbuch her? Und auch von den Generationen her, also ich die meisten älteren Leute, die ich kenne, die lesen eben lieber E-Book, weil sie sich da den Text großziehen können. Das ist halt auch wirklich sehr praktisch für Leute, die Schwierigkeiten haben im Lesen. Und insofern denke ich, das wird auch noch weiter wachsen. Ich würde dich jetzt trotzdem mal ganz kurz inhaltlich fragen, weil wir haben ja jetzt gerade über die Bedeutung gesprochen, aber siehst du irgendwelche Themen, die ja zum Trend geworden sind und die vielleicht nachhaltig auch bleiben? Ich würde sagen, die Themen werden vielfältiger. Die AutorInnen sind sich dessen bewusst, dass sie auch so die Figuren, die sie haben, ein bisschen vielfältiger aufstellen, nicht immer so dieselben Standardfiguren. Auch inklusiver, was jetzt zum Beispiel vielleicht körperliche Geschichten angeht, dass da auch mal eine Protagonistin im Rollstuhl ist und zwar nicht, weil es darum geht, sondern weil es einfach so ist im Leben. Das merke ich sehr in letzter Zeit, dass da wirklich verstärkt drauf geachtet wird und das auch immer selbstverständlicher wird. Und wenn wir mal ganz kurz so einen Ausblick geben, was meinst du, was wird demnächst in der Buchbranche, gerade im Self-Publishing, anstehen? Also jetzt wirklich auf Bedeutung und Inhalt gesehen, je nachdem, auf was du dich beziehen möchtest. Ja gut, das große Thema des Jahres ist natürlich KI, das hört man ja an allen Enden. Und das ist auch gerade ein sehr spannendes Thema, weil auf der einen Seite bietet es Möglichkeiten. Es gibt jetzt auch viele Anbieter, die das positiv nutzen, um dass man zum Beispiel seine Texte analysieren kann, um zu schauen, ob irgendwo Plotholes sind oder sowas. Gleichzeitig ist es halt eine Gefahr, weil viele KIs aus Piraterieseiten lernen, deine Bücher scannen, ohne dass du das möchtest. Dass natürlich auch Sachen auf den Markt kommen, die einfach alle nach Schema F irgendwie zusammengestückelt sind. Und insofern glaube ich, dass inhaltlich Bücher ein Thema werden, die eben nicht nach diesem Schema F sind, die die KI sich so nicht einfach zusammensetzen kann, sondern die, wo es wirklich echte menschliche Kreativität braucht.
Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche dir noch eine angenehme und erfolgreiche Messe. Dankeschön, dir auch. Okay, nicht mal 5 Minuten habe ich mit Tamara gesprochen. Einige würden sagen, es ist kurz, ich würde sagen, es ist auf dem Punkt. Okay. Ich muss zugeben, ich war wahnsinnig nervös, denn das war das erste Interview, was ich live mit einer Person geführt habe, die direkt vor mir stand und nicht virtuell auf der anderen Seite der Kamera war, seit ich aufgehört habe, bei der Zeitung zu arbeiten. Deswegen war ich da ein bisschen nervös. Es war sehr schnell und ich musste mich erstmal an diese neue Situation wieder gewöhnen. Das ist also jetzt das kürzeste von den 24 Kurzinterviews, die meistens aber doch um eine halbe Stunde rum sind. Das heißt, heute ist es ein bisschen snackable. Ich werde mit Tamara auf alle Fälle irgendwann nochmal länger reden und deswegen empfehle ich dir jetzt einfach auch den Podcast zu abonnieren und auf alle Fälle morgen wieder reinzuhören, wenn es das nächste Türchen gibt und glaub mir, morgen wird es ein bisschen länger und wirklich wahnsinnig spannend, denn morgen habe ich Kia bei mir. Und wer sie ist, das verrate ich morgen.